Heute verschlägt es den kleinen Stadtstreicher in die Arena Wagram. Und zwar gibt es dort im Sommer was ganz Besonderes. Winnetou. Rochus Millauer, der bewährte Regisseur der Winnetou-Spiele seit Jahrzehnten und auch der bewährte Buchautor. Was war das Problem auf der Wagramer Bühne, die ja im Gegensatz zu Gföhl keinen echten See aufweist, den Silbersee zu produzieren? Ja, es war kein Problem. Wir haben halt einen unterirdischen See genommen, so einen Grottensee, der Eingang zum Schatz. Und haben ja einen Wasserfall, der dann quasi schon das Gewässer andeutet. Und ist schon machbar. Mit der Fantasie ist alles machbar. Natürlich wäre ein See schön gewesen. Aber da sich der Schatz in einer Grotte befindet, haben wir jetzt einen unterirdischen, schönen See, wo es ein bisschen Methangas gibt. Das Ding fliegt dann aber in die Luft ab. Das heißt, wir können uns auch wieder auf Pyroeffekte freuen. Klar, ja. Du hast schon mit vielen Shatterhands und Sam Hawkins produziert. Heuer hast du zwei ganz neue Männer im Team. Ja, den Mark Steppan aus Shatterhand, der eh schon viele Jahre mitreitet und mitkämpft und eher in der komischen Riege unterwegs war. Aber jetzt hat er sich zum Shatterhand gemausert, weil unser Standard-Shatterhand gesundheitlich verhindert ist, die Saison zu spielen. Und beim Hawkins ist es halt so, ich wollte den Christoph eigentlich schon immer haben, nur war der immer im Sommer eingebunden und für ihn geht ein Lebenstraum in Erfüllung, dass er die Rolle spielen kann und für mich geht ein großer Wunsch in Erfüllung, dass ich ihn endlich auf der Bühne habe. Worauf können wir uns beim Schatz im Silbersee ganz besonders freuen? Wir freuen natürlich wie immer viel Tempo, viele Pferde, Reitereien, Angriffe, dramatische Szenen. Es ist auch ein bisschen eine dramaturgische Anklage an den Krieg, verkörpert durch den, passt ja momentan sehr gut, durch den Cornell. Der hat am Schluss einen Monolog, wo er den ganzen Bürgerkrieg in Frage stellt und seine Person und von seinen Kameraden, die da sinnlos niedergemetzelt werden, für Ruhm und Reichtum anderer Menschen. Und das hat das aus ihm gemacht. Also, da haben wir mit den Stücken immer ein bisschen einen Tiefgang drinnen. Ich, sonst ist Eklor, Komiker, Lord, Lady, Liebesgeschichte. Ich würde sagen, wer Rochus Millauers Bücher kennt, weiß, dass der Humor nie zu kurz kommt. Ja. Lord Cashpool, hab schon verstanden, wenn ich mich nicht irre. Und mit wem habe ich die Ehre? Vor euch steht Sam Hawkins, der berühmteste Westman aller Zeiten. König der Löwen, König der Wildnis. Und der Herr hier neben mir ist ganz dicht. Er hat aber heuer was ganz Besonderes. Wir haben diese Familie Holmes, die sind realistische Figuren. So 18 irgendwas Ende haben die ein Hotel besessen, das Castle Hotel. Und die Lara Lovely und der Holmes, der Henry Howard Holmes, die haben mit Anreisenden nach dem anderen um die Ecke gebracht und dieses Hotel haben wir jetzt in den Silbersee hineingepflanzt. Ja, das ist sehr makaber, aber sehr lustig. Also Horror-Comedy. Ja, das wird wirklich toll und ich glaube, ich kann allen Zusehern nur empfehlen, macht euch auf die Beine oder auf die Räder, kommt zum Wagram und schaut euch an Winnetou und Old Shatterhand mit dem Schatz im Silbersee. Gut, kommt's. Und neben dem kleinen Stadtstreicher steht jetzt der neue Sam Hawkins am Wagram. Hallo, grüß dich, servus. Christoph, wie bist du jetzt hier dann so Knall und Fall zum Sam gekommen? Rochus hat mich angerufen und hat gesagt gehabt, könntest du dir vorstellen, den Sam Hawkins bei mir zu spielen? Sage ich sehr, sehr gerne, es ist wie ein Kindheitstraum. Aber ich kann noch nicht reiten, das heißt, ich muss erst reiten lernen. Und somit habe ich dann 3 Stunden genommen. Cool. Geniale Frisur. Danke. Bleibt die im Verlauf des Stückes immer oben oder ändert sich das irgendwann einmal? Ich glaube, das ändert sich einmal. Ja. Das kann sich einmal ändern, auch dass die Frisur weg ist. Wir wissen ja, Sam Hawkins hat ja ein Toupet oder eine Perücke quasi. Ja, ja. Bei dir ich ebenso. Kann sie gerne mal zeigen. Das ist ja. Ein Original Sam Hawkins
genau richtig, wie es sein soll. Na, freuen wir uns ja, auf tolle Vorstellungen. Ich freue mich sehr. Werd viel Spaß dabei haben. Viel Spannung und Freude fürs Publikum hoffentlich. Alles klar, Christoph. Danke. Danke dir. Seit Jahrzehnten mein Lieblingsindianer ist Winnetou, aber seit vielen Jahren mein Lieblings-Winnetou-Darsteller ist der Marco Valenta. Danke. Marco, aber heuer eine große Herausforderung für dich. Du hast ganz neue Partner in den Hauptrollen bekommen. Ja, aufgrund von Arbeit und Krankheit leider ausgefallen, aber der Max ist ein toller Schetti-Ersatz. Finde ich sehr toll, dass er mit ist und der Christoph Stich als Profi-Schauspieler ist auch eine neue Bereicherung, weil er auch viele Sachen einbringt an Ideen und Arbeitsweisen, die man dann anders zieht, wenn man lang genug im Betrieb dabei ist. Und es gefällt mir eigentlich sehr gut, mit beiden zu arbeiten. Ich bin sehr froh, dass der Max diesmal auf meiner Seite ist als Chatty und ich nicht mit ihm kämpfen muss. Da bin ich sehr glücklich darüber, weil in den letzten Jahren als Winnetou habe ich oft genug das Vergnügen gehabt. Nun, dann das Vergnügen wird auf Seiten der Zuseher sein, bin ich mir sicher. Hundertprozentig, so muss es sein. Danke, ciao. Ja, wieso fällt mir hier ein Song von John Alui ein? Stop the Cavalry. Ja, also wenn ich euch zwei da so sehe, ich meine, ihr seid jetzt nicht im Bühnenoutfit, wobei diese Gesichtsfärbung, Biggie, die steht dir extrem gut. Also Matisha Adams wäre neidisch auf dich. Dankeschön. Aber was tut ihr zwei denn im Stück? Ich habe einen Mann, der heißt Henry Howard Holmes. Mein Name ist das Clary. Das ist dieserjenige? Dieserjenige. Und mein Name ist Clara Ellavering. Die beiden Gestalten hat es wirklich gegeben. Die waren auch wirklich verheiratet in der Geschichte. Und Henry Howard Holmes ist eigentlich ein Serienkiller. Und das verkörpern wir. Das ist unser Freund Fred. Der hat es nicht überlebt offensichtlich. Na? Eigentlich überlebt das fast keiner bei uns in der Richtung. Ihr auch? Das dürfen wir nicht verraten. Perfekt, dann lassen wir die Zuschauer neugierig. Ja, und warum wir so eine Gesichtsfarbe haben, ganz einfach, wir meiden die Sonne. Oh. Ja. Gruftis auf einem Kann Satz. Man so sagen, ja. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Wir sind auch relativ irgendwie happy, wenn irgendwelche Menschen umgebracht werden und uns etwas gelungen ist. Und es geht auch um Töchter, ich hätte sogar eine Tochter, wie die Ellen ist, aber dadurch, dass der Henry Howard Holmes viel, viel jünger ist und ich eigentlich älter, wird es nicht mehr passieren. Und das ist natürlich auch so ein Streitpunkt. Aber jetzt mal gesagt, ich habe es ja vom Rochus, vom Papa, vom Felix schon gehört, ihr seid ja trotzdem auch für das ein bisschen komische Element mitverantwortlich. Ja. Ja, das definitiv. Und das ist ja dir, Felix, irgendwie auf den Leib geschnitten, die Komikerrolle, ne? Alles, alles. Er spielt alles, ja, genau. Nein, es ist irgendwie ein bisschen schräg, das Ganze, so wie Hotel Transylvania oder eben Adams Family. Oder die Monsters. Die Monsters zum Beispiel. Oder es ist halt skurril. Makaber. Makaber. Es ist irgendwie anders wie alle anderen irgendwie. Und vor allem, wir haben ja auch Helfer, die uns helfen beim Töten. Das, glaube ich, ist das ideale Signal. Jetzt wird's laut. Ja. Viel Spaß. Ich danke. Bei der Aufführung. Dankeschön. Dir auch. Danke, Richard. Wenn auch jetzt in anderem Gewand, sitzt zu meiner linken Hand. Ganz dick auf Reime stets erpicht, immer nur in Versen spricht. Da hast du vollkommen recht, das erzähle ich dir jetzt echt. Das meine ich auch echt, denn heute haben wir den Stadtstreicher zu Besuch und das ist, jetzt fällt mir nichts ein. Jetzt fällt mir zu diesem Reim nichts Besonderes mehr ein. Aber wie gesagt, du sprichst ja im Stück als Ganstig Ankel immer in Reimen. Kannst du mir ein oder zwei Reime aus dem Stück mal für die Zuseher vorzitieren? Natürlich kann ich das. Soll ich das auch? Okay, gut, ja. Der Opener-Reim ist, ob Norden, Süden, Osten oder Westen, wir kennen den Weg am besten. Doch an diesen Busch, oder ist es doch ein Baum, erinnere ich mich kaum. Einmal höre ich auf euch, die Abkürzung. Es war ein Busch und doch kein Baum, drum fand ich die Fährte kaum. Das ist einer der Reime. Das darf doch nicht wahr sein! Keinen einzigen konnten wir ins Jenseits befördern. Verdammt! Guten Morgen ohne Sorgen, habe ich ja noch irgendwie verkraftet. Aber mein Sonnenschein? Ihr müsst mir doch nicht gleich davonlaufen. Eure schlechte Laune kommt wahrscheinlich vom Saufen. Ach, hab ich doch.
Also absolut cool. Und ich glaube, du bist ja sowieso ein sehr fantasiebegabter Mensch. Aber Reini mit der großen Knolle spielt im Stück auch eine andere Rolle. Stimmt, ich habe immer den richtigen Riecher. Ich bin eine Nasenlänge voraus. Das alles macht den Reini aus. Und man sieht es also hier, das ist jetzt nicht das ganz dicke Ankelkostüm. Du spielst also auch einen bürgerkriegserprobten Kämpfer. Ich habe die Ehre, gegen die Südstaaten auf dem Pferd, die Südstaaten-Soldaten auf dem Pferd zu jagen. Denn die ganze Story beginnt nämlich mit der Schlacht zwischen den Nord- und Südstaaten, wo dann es um das berühmte Apachengold geht. Und mehr verraten wir jetzt nicht, außer dass der Reini ganz erpicht und im Stück in Reimen spricht. Genau, genau so ist es, soll es sein. Dafür fällt mir wieder nichts mehr ein. Aber das hat sich gereimt. Leonie, das, sagen wir mal, das schönste Gesicht der Winnetou-Spiele und aber auch die schönste Leiche meistens. Ja. Meine Frage, wie oft hast du denn so ein Winnetou-Stück am Ende als lebende Rolle erlebt? Also vor diesem Jahr waren es 4 andere Male, wo ich mitgespielt habe. Oder? 2016, 2017, 2018, 2023. Davon bin ich 2-mal gestorben und 2-mal nicht gestorben. Also ich glaube, es ist sogar Gleichstand jetzt gerade. Okay, das ist ja nicht so schlecht. Genau, und also was dieses Jahr passiert, das verrate ich natürlich nicht. Ripanda habe ich gespielt 2016 und dann die ganzen Indianerfrauen. Und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal keine Indianerin. Was sind die Winnetou-Spiele im Sommer so für dich? Ja, also ich komme immer wieder gern zurück zu den Winnetou-Spielen. Das ist einfach natürlich Arbeit einerseits, aber andererseits, wir sind wirklich eine große Familie. Das war immer schon das, was mich immer wieder zurückgezogen hat. Die Menschen einfach, es halten wirklich alle zusammen. Wir haben auch dieses Jahr ein paar Reitanfänger dabei oder neue Pferde und wir schauen wirklich aufeinander. Und das ist das, was ich so schätze an dem Ganzen hier. Es ist unglaublich viel Spaß und dann mit so tollen Leuten und so tollen Pferden, so tollen Partnern, das macht einfach Spaß. Also es ist einfach ein Sommer-Event, ein Sommer-Highlight jedes Mal. Bist du auch unterstiegen? Danke. Anhand einiger Aufnahmen von den Proben für Der Schatz im Silbersee könnt ihr jetzt sicher erkennen, was für Arbeit es bedeutet, ein Stück so hinzubekommen, dass es danach funktioniert. Feuer! Feuer! Bam! Bam! Einstellen! Konnte der große Wolf nicht auf Winnetous Rückkehr warten? Auf was denn warten? Darauf, dass die Frauen und Kinder an Hunger sterben oder vom Blaurücken umgebracht werden? Es ist die Zeit für den Büffel, aber die Juta haben keine Jagdgründe mehr, weil sie ihnen genommen wurden. Die Kinder wurden die Kinder auf die Nerven. Aber am meisten ärgert mich, dass ich den Mord an den Häuptling nicht verhindern konnte. Sam? Hm? Deswegen lass uns reiten und die Banditen endlich aufhalten. Oh,
Darf ich euch begleiten? Ich mache mir Sorgen um Lady Addison. Nein! Doch! Oh! Nein! Doch! Oh! Nein! Doch! Oh! Mr. Hawkins, Sie werden doch keinen Offizier der britischen Armee erschießen. Nein!